Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ja, liebe Freunde, auf YouTube, hier, wo wir uns sozusagen virtuell treffen, gibt es verschiedene Meinungen zum Glauben. Die einen glauben, Mama und Papa haben mich erschaffen. Und sonst niemand. Und irgendwelche Entwicklungen, die ich mir selber nicht erklären kann, aber da war ich dann irgendwie, sagen dann solche. Ja, und dann leben wir nur hier eine bestimmte Zeit und dann sind wir unter der Erde und das war's. Das ist die erste Gruppe. Dann gibt es die zweite Gruppe, die sagt, ich glaube schon, da ist was, aber ich weiß nicht so recht was. Ich glaube also vielleicht, dass da was ist, so irgendwie. Kann ja nicht von alleine alles entstanden sein. Es ist irgendwas Großes, was ich mir nicht erklären kann. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an den Gott aus der Offenbarung. Dieser Gott aus der Offenbarung, der da belohnt und straft und so. Nee, daran glaube ich nicht. Ich glaube aber an einen Gott. Da gibt's einen, aber der hat das alles erschaffen und guckt auch nur zu. Der kann auch nicht intervenieren, der ist auch nicht allmächtig. Ist halt so, ja. Also das heißt, seine eigene Fantasie und Neigung wird zu seinem Glauben, ohne Beweis. Einfach nur seine Neigung. So stelle ich mir Gott vor, ohne dass er sich auf irgendetwas bezieht. Wobei diese Gruppe natürlich auch wissen muss, dass der Gottesbegriff ausschließlich eben nur aus der Offenbarung kommt und jedem Volk der allmächtige Gott eben einen Gesandten geschickt hat, um ihn zu kennen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, ich glaube daran, dass dieser Gott am Kreuz gestorben ist für meine Sünden und ansonsten brauche ich auch nicht jetzt irgendwo die Gesetze oder Speisevorschriften aus der Offenbarung einzuhalten. Das war zwar zuvor gegeben, aber durch das Kreuz kann man so ein X machen, so durchstreichen. Ist das nicht mehr relevant. Jetzt muss ich nur noch mir ganz feste vorstellen, dieses Ereignis. Ja, stelle ich mir ganz feste vor, glaub da dran und dann gehe ich auch ins Paradies. Und dann gibt es eben die Monotheisten, respektive die Muslime, die ganz fest an den einen Gott glauben, wie er sich uns in seinen Büchern offenbart hat. So, das war jetzt erstmal eine Aufzählung. Und ich will jetzt nicht jede Gruppe durchgehen, aber ich will so ein bisschen die Art der Kommunikation hier auf YouTube darstellen. Jetzt kommen die Muslime zu dieser aufgezählten Schar von verschiedenen Gläubigen, Ungläubigen, wie man wie sie skizzieren möchte, und sagen, glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, denn wenn du nicht glaubst und als Ungläubiger stirbst, es geht nämlich nach dem Leben weiter, dann gehst du in die ewige Hölle. So. Der Muslim kann sich auf die Offenbarung beziehen, das heißt auf den Heiligen Koran und auf die Schriften zuvor, die Tora und das Evangelium. Ja, berichten genauso. Ja, Jesus sagt es ganz deutlich, wer nur das kleinste Gesetzchen auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Das heißt, wer ein großes Gesetz auflöst oder es nicht tut und es nicht befolgt, der ist in der Hölle. Und Jesus beschreibt auch die Hölle, unter anderem zum Beispiel auch in Lukas Kapitel 12, Vers 5 kann man das nachlesen, wen man fürchten soll. Ja? Und dann natürlich die ganzen israelitischen Propheten, die bekräftigen, auch zum Beispiel in Jesaja 28, die Hölle, ja, und die Strafe und eben auch die Belohnung, das Himmelreich. Nun, was macht ein Muslim? Er geht zu diesen verschiedenen Gläubigen und Ungläubigen hin und sagt, nimm den Glauben an, damit du gerettet sein mögest, damit du nicht in die Hölle gehst. Ja? Was erntet ein Muslim dafür? Ja? Du bist ein Fanatiker, du bist ein Faschist, du bist ein Extremist, du bist ein gefährlicher Ideologe, du bist besessen, du bist dieses, du bist jenes. Das ist so etwa zu verstehen, wie wenn Eltern, ja, ihrem Kind sagen, weißt du gehst nicht mehr in die Disco, da werden Drogen konsumiert. Die Menschen dort sind nur auf das eine aus, auf den One-Night-Stand, und ich will nicht, dass meine Tochter oder du, mein Sohn,
diesen Weg gehst, dann wird das Kind es auffassen, also, oh, meine Eltern, ne? Die sind doch konservativ zurückgeblieben, ja? Dabei meinen die es nur gut. Und wenn man sich die Predigt eines Muslims anhört, er meint es nur gut. Er will den Menschen retten, weil er selber ist davon überzeugt, hat den tiefen Glauben, dass dem so ist, dass wenn man in diesem Leben nicht zum Glauben kommt, dass man in die Hölle geht, wenn man die Wahrheit ablehnt, die zu einem kommt. Das heißt, der Muslim will die Menschen, will die Seelen retten. So wie Jesus es gesagt hat, werdet zu Menschenfischern. Ja, damit meinte er nicht, dass man Menschen aus dem Wasser fischt, ja, womöglich Leichen, sondern lebendige Menschen fischen für den wahrhaften Glauben, sie zu retten vor der Hölle. Und die Menschen, die müssen einfach erst einmal begreifen, was haben die Muslime? Was haben die? Wieso will der mich? Der kennt mich nicht. Ist nicht mein Verwandter. Warum gönnt er mir das Beste? Warum will er mir das Paradies? Wenn ich auf YouTube zum Beispiel jemand anschreibe im Dialog oder wenn ich dieses Video mache, dann kriege ich von denjenigen, die das hören oder denjenigen, denen ich die Texte schreibe, ja, und nicht nur ich, sondern alle Muslime hier auf YouTube, was ja auch Energieleistung ist, kriege ich von denjenigen, den ich anspreche, anschreibe oder sonst irgendwie kontaktiere, keinen Lohn. Und trotzdem biete ich ihm aus meinem Glauben heraus die Hoffnung auf das Paradies. Das heißt, dieser Muslim, ja, will seinem Gegenüber das Beste. Nun muss man das erstmal richtig kapieren und verstehen. Der Muslim auf YouTube tut seinem Gegenüber nichts. Ja? Tut ihm gar nichts. Er predigt ihm. Er predigt ihm aber auch deutlich die Gefahr der Hölle. Nun möchte ich euch mal ein wenig entführen auf eine logische Reise. Ja? Weil immer alle sagen, ach wieso? Wieso straft Gott? Zunächst einmal straft Gott nicht mit der Hölle, sondern es ist eine Warnung. Ja? Jetzt passt mal gut auf. Gott liebt uns und will für uns das Beste. So wie wenn wir, ohne dass es ein Vergleich sein soll mit der Schöpfung, es geht nur um ein Gleichnis, wenn wir unsere liebsten Kinder oder Verwandten, Bruder oder Schwester, ja, das Beste wollen, aber auch die Gefahr kennen. Zum Beispiel, wir wissen, dass es in dieser Diskothek ganz gefährlich ist, ja, da ist der Drogenkonsum, da wird in die Getränke, wird da irgendwelches Zeug reingeschüttet, wenn die Leute nicht aufpassen und da trinken die irgendwelche gefährlichen Getränke, die sie dann entsprechend abhängig machen oder sogar Gesundheit schädigen können. Dann lieben wir unsere Verwandten, unsere Lieben und wir sagen, geh da bloß nicht hin. Ich warne dich, ja, vor dem, was passieren könnte. Ich kenne den und den, der ist da richtig krank geworden, der ist abhängig geworden, der ist drogenabhängig geworden, der ist aus der Bahn raus, ja, der spritzt sich und ist Drogen und raucht Haschisch und ist total aus der Bahn. Der war früher so ein vernünftiger Mensch und mittlerweile ist er weg vom Fenster, ja. Zudem ist er noch spielsüchtig und. Das heißt, man zeigt die Konsequenzen auf, um denjenigen davon abzuhalten, diesen Weg zu gehen. Okay? Das ist aber keine leere Drohung, sondern das ist die Konsequenz der falschen Wahl, des falschen Weges, ja, die man kennt. Man selber kennt es aus Erfahrung und man warnt denjenigen, dass er bloß nicht so zugrunde gehen möge. So, jetzt versuchen wir ganz einfach mal genau und logisch zu begreifen, Gott liebt uns und will uns auf den richtigen Weg bringen und warnt uns vor den Konsequenzen, das Falsche zu tun. Die Androhung, die Konsequenzen des Falschen sind gleichzeitig Motivation, dem Guten zu folgen. Und desto schärfer die Warnung, desto mehr will der Warnende, dass man das Gute nimmt, weil man dann das Schlechte umso mehr fürchtet und sich umso mehr für das Gute entscheidet. Das heißt, die Androhung von Strafe ist eine zusätzliche Motivation, ja, das Gute zu wählen. Aus Liebe.
Nun ist es so, dass wenn ein Mensch seine Ratio verwendet und zum Glauben gekommen ist, dass er sagt, ich will bloß nicht dieses Schlechte, ich will nicht diesen schlechten Weg gehen und dann komme ich in die Hölle. Und da wird mir beschrieben, was da passiert. Da muss man Satansköpfe essen und Eiter und das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann, ein Ekel, was man essen muss. Und die Haut wird verbrannt. Und wenn man den Schmerz nicht mehr spürt, wird neue Haut gegeben, damit wir den Schmerz spüren. Das heißt, all dieses soll uns motivieren, schön auf dem guten Weg zu bleiben. Und das wird uns dann zusätzlich noch motivierend angepriesen mit einer Riesenbelohnung, damit wir ja den guten Weg gehen. Und das Paradies mit der ganzen Herrlichkeit und der Beschreibung der Herrlichkeit dient dazu, dass die Menschen diesen Weg nehmen. Nun aber, da der allmächtige Gott nicht lügt und nicht etwa uns das Schlechte darstellt in Form einer Lüge, nur damit wir das Gute wählen, sind diejenigen, die sagen, nö, ich will das Gute nicht, ich will dieses Paradies nicht, das klingt zwar alles gut, ist aber alles nur Märchen, interessiert mich nicht, obwohl Gott davor warnt, bezeichnet diese Botschaft nicht als Märchen. Denn das bringt euch weder dahin, das Schlechte, sondern kommt zum Guten. Glaubt dieser Botschaft, folgt dieser Botschaft, vertraut mir und ihr werdet das Beste vorfinden. Aber diejenigen, die das dann nicht annehmen, die werden tatsächlich das Schlechte dann auch vorfinden, weil Gott nicht lügt. Das heißt, wenn Gott, der Allmächtige, die Menschen von der Hölle verschonen würde, dann würde das ganze Konzept nicht aufgehen. Zum einen hat dann der Mensch die Hölle auch verdient. Zum anderen ist die Motivation, ja, das Gute zu wählen, mit der brutalsten Hölle, die man sich nur vorstellen kann, um ja das Gute zu wählen, vor lauter Angst vor dem Schlechten, zusätzlich motiviert zu werden. Ja? Geradezu als wenn man geschubst wird, ja das Gute zu nehmen, weil das andere ist so schrecklich. Wenn jemand aber alle diese Warnung abschlägt und sagt, Gott sei ein Lügner oder bezichtigt Gott der Lüge, ja? Weil er sagt, nö, der Koran ist nicht von Gott. Das bedeutet, Gott der Lüge zu bezichtigen, dieser wählt dann tatsächlich die Hölle, die zur Motivation dient, das Gute zu befolgen und wird dann auch wirklich tatsächlich diese schlimmsten Beschreibungen vorfinden. Und es wird tatsächlich geschehen. So ist das Konzept. Das heißt, die Hölle und die Existenz der Hölle dient denjenigen, die glauben, als Motivation ja auf dem guten Weg zu bleiben. Und die strenge Warnung, ja, motiviert dazu, ja, davon fernzubleiben. Das ist, weil Gott uns liebt und uns nur das Beste will. Und weil er, subhanahu wa ta'ala, uns nur das Beste will, warnt er uns so sehr von dem Schlechten und beschreibt uns das Schlechte, was uns widerfährt, wenn wir nicht auf dem guten Weg gehen. Und diejenigen, die nicht glauben, werden das dann auch vorfinden, weil Gott sein Versprechen erfüllt sich immer. Er, subhanahu wa ta'ala, spricht nur die Wahrheit. Ja, ist also nicht wie wir Menschen schon mal vielleicht im alltäglichen Leben etwas mit dem Schlechten, ja, wie bei einem Kind besonders übertreiben, damit es ja auf dem guten Weg bleibt. Ja, wenn wir dann proben, ja, wenn dir jemand ein Bonbon gibt, ja, kann ja immer dann der böse Entführer sein. Es könnte natürlich auch der liebe Nachbar von nebenan sein, aber weil wir unser Kind so sehr lieben, sagen wir, geh zu niemandem, der dir ein Bonbon anbietet. Ja? Das ist ja eigentlich eine Lüge, weil nicht jeder ist ein Entführer. Aber weil wir so eine Angst haben, sagen wir, geht zu keinem. Geht zu keinem einzigen. Ja? Weil eben die Gefahr sehr groß ist, dass derjenige dabei ist, der dem Kind schadet. Aber die Information, dass jeder, der dem Kind ein Bonbon anbietet, ein potenzieller Entführer ist, ist eine Lüge. So ist es aber nicht mit Gottes Warnung. Die Warnung des Schlechten entspricht alles der Wahrheit. Jedes Detail. Und wer diese Warnung in den Wind schlägt, wird tatsächlich das Schlechte vorfinden. Und nicht etwa, dass man meint, das ist nur, wie wir gerade beschrieben haben, ja, wie ich gerade beschrieben habe, nur um ein bisschen Angst einzujagen, damit man schön auf dem guten Weg bleibt. Das muss einem klar sein. Und deswegen, wir Muslime haben diese Wahrheit verinnerlicht, wir glauben an diese Wahrheit und wir gehen auf die Menschen zu, um sie zu retten. Doch die Menschen
die nicht glauben wollen, die sagen, nein, lass mir dieses Leben, ja, dieses Vergängliche, das vorbeigeht. Und wir sagen das nicht, um die Menschen zu ärgern, denn sie selber wissen das aus dem Verwandtenkreis oder wo immer sie das mal mitbekommen haben, wenn es plötzlich einschlägt. Der ist gestorben, von jetzt auf gleich. Der ist tot umgefallen. Der hatte gestern einen Unfall. Und das ist nicht eine fremde Welt, sondern wenn so etwas passiert, muss man sich immer eines bewusst bleiben. Derjenige hat es hinter sich, ich habe es noch vor mir. Ich werde genau denselben Weg gehen, beziehungsweise es wird dieser Moment kommen. Und diejenigen, die den Glauben verinnerlicht haben, haben Beweise bekommen. Jeder weiß, dass sein Glauben, den er in seinem Herzen trägt, die absolute Wahrheit ist, wenn er richtig stark gläubig ist. Und es ist seine Aufgabe, das zu vermitteln. Nur das Beweis, was er in seinem Herzen hat, das in Worte zu fassen, ja, das ist eine große Aufgabe, für die wir keinen Lohn bekommen von denjenigen, die wir kontaktieren, ja. Und es ist unser Ziel, die Menschen zu retten, weil wir sagen, warum? Warum muss dieser Mensch, der da vor mir ist, aus seiner Unwissenheit heraus brennen, ewig brennen, elendigst, weil er die Wahrheit nicht kennt oder sie so leichtfertig abschlägt? Nun sehen wir, ja, was ist das Ziel von Muslimen hier auf YouTube oder wenn sie Dauerarbeit machen in der Gesellschaft, ja, im Stadtleben, wenn du angesprochen wirst, darf ich dir was über den Islam erzählen, dann geht es nicht darum, dass der Muslim dir ein Abo verkaufen möchte. Er will auch nicht dein Haus. Er will auch nicht irgendeine Macht auf dich ausüben, sondern er will dich einfach nur einladen, dich persönlich, ja, dass du den wahren Weg gehst. Und jetzt aus meiner Erfahrung, ich kenne einen Konvertiten, ja, der hat früher Alkohol getrunken, er hat geraucht, stundenlang in der Kneipe, der hat mir erzählt, nach der Arbeit ist er nach Hause gekommen, hat seine Arbeitstasche abgelegt, hat flüchtig was gegessen, ja, hat sein Frauchen ein kleines Küsschen auf die Stirn gegeben und dann ab in die Kneipe. Stundenlang, ja, im Rauchdunst, sich mit irgendwelchen Leuten unterhalten, die irgendwann nicht mehr ansprechbar waren, weil sie schon so alkoholisiert sind und nur noch rumlallen, leeres Gerede. Und damit ist die Zeit dahin. Ja, und wenn er rausgegangen ist aus der Kneipe mit einem dicken Kopf, ja, meistens auch, wie er gesagt hat, depressiv, weil es einfach nichts Schönes ist, ja, in dieser Spelunke und das Rauch und immer dieselben Themen, ja, und immer wieder Streit. Er meinte, in der Kneipe kam es dann immer wieder zum Streit, ja, hörst du mir überhaupt zu und so, ne, so in diesem Lallgespräch kommt es sehr schnell zu Aggressionen. Ja, und dann kommt er nach Hause, mal wieder zu spät, ja, und dann mit Alkoholfahne. Und die Frau ist natürlich nicht begeistert und dann beginnen die Diskussionen. Ja, und am nächsten Tag, das Pertimobile, ja, bewegt sich wieder von vorne. Ja, und dann freut man sich auf das Wochenende, aber dann hat sich schon so viel angestaut, ja, und dann gibt es dann auch Streit mit der Ehefrau und dann wieder in die Kneipe. Also, mit anderen Worten, seitdem er den Islam angenommen hat, indem er eine Tagesstruktur hat, das Gebet formt eine Tagesstruktur, ja, früher morgens aufzustehen, sich zu reinigen, ja, für die Gebetswaschung, innerlich und äußerlich vorzubereiten, kurz bevor es zum Frühmorgensgebet geht, vielleicht nochmal ein paar Suren aus dem Koran lesen, sich besinnen, ja, die Ruhe in der Seele zu spüren, das Gebet zu verrichten, am frühen Morgen, ja. Man spürt diese Frische, diese innere Energie, das lässt sich in Worten einfach nicht fassen. So, es hat eine Tagesstruktur, ja. Und dann kommt der Morgen, vielleicht liest man noch weiter Koran, vielleicht legt man sich noch hin, wenn es schon noch sehr früh ist, ja, kommt ja auf die Jahreszeit an, ja, morgens nochmal gebetet, dann zur Arbeit, ja. Und das Gebet hält ab von der Sünde. Ja? Nach der Arbeit kommt er dann wieder und betet wieder und liest wieder im Koran und hält sich mit seiner Frau und hält sich über die Inhalte der Religion, die selber dadurch auch interessiert wurde. Ja? Und man beschäftigt sich, man mehrt sein Wissen. Ja? Man erfährt von der Geschichte damals, wie das entstanden ist. Der Koran lädt ein, viel mehr zu erfahren. Es ist wie ein Leitfaden, ja? Wenn man einfach alles wissen will, ohne einen Leitfaden, dann kann man sich verzetteln.
Aber der Koran, der gibt die schönsten Impulse, das richtige Wissen sich anzueignen. Aus den Versen ergeben sich Fragestellungen. Ja? Wenn man einen Vers liest, gibt es ja eine Fragestellung, die auch herausfordernd ist. Und da geht man nach und forscht nach. Und auf einmal öffnen sich ganz neue Türen, neue Wissensbereiche. Und man merkt, ich entwickle mich geistig und komme dem allmächtigen Gott immer näher. Und es ist so, als wenn ich durch ein Fernglas sehe und das Bild wird immer schärfer. Und desto mehr ich mich hineinsteigere und mehr konzentriere und mehr lese und mehr Wissen aneigne, desto mehr mache ich mir auch Gedanken, und zwar nicht in einer depressiven Form, sondern in einer meditativen Form. Ja, die Vorbereitung auf das Ende, auf das Sterben, sich Gedanken zu machen, dass man wirklich alles richtig macht, bevor dieser Moment einsetzt. Ja, und seinem Herrn dient, sich von dem Schlechten fernhält, ja, kein Alkohol trinken, nicht rauchen, nicht das Schlechte praktizieren, ja, sich nicht die schlechten Filme ansehen, sich zu disziplinieren, ja, nicht einfach sich gehen lassen und sagen, na und, ich gucke mir jetzt den Film an, was soll's, sondern zu merken, ich werde geführt, das ist nicht gut, das gehört sich jetzt nicht, ich halte mich rein, ich halte meine Gedanken rein, ich versuche immer diesen Status auch der inneren Reinheit zu wahren, mich nicht mit allem irgendwo einzulassen, sondern zu verstehen, hier ist meine Grenze, hier ist mein Leitfaden, hier ist mein Weg. Und das formt den Menschen und gibt ihm eine Struktur im Leben und gibt ihm ein Ziel, denn das Ziel ist Jinnah. Das heißt, vor seinen Augen hat er nicht, dass er sagt, was ist, wenn ich sterbe, das Vergängliche, ich sehe das ja, wenn Menschen sterben, dann hinterlassen sie ein Erbe und das war's und verschimmeln unter der Erde, sondern nein, zu sagen, es gibt ein Leben, wie die Propheten alle verkündet haben, ein Leben nach dem Tod. Und das strebe ich an. Dafür, ja, sehe ich, um inshallah zu ernten, ja, und inshallah Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen zu erlangen, ja, und nicht, dass man sich einfach stupide, wie jetzt hier auf diesem Schema, auf irgendeine Vorstellung einlässt, die die Menschen sich ausgedacht haben, Evolution, wir sind irgendwie entstanden aus Zufall, ja, und dann sind wir hier und haben ein paar Jährchen und sind von der Erde und das war's, sondern dass man wirklich begreift, ja, den Sinn dieser Existenz, weshalb wir hier sind, begreift, dass wir einen Leitfaden haben, wie wir uns zu verhalten haben, was gut für uns ist, was schlecht für uns ist und nicht immer diese Überheblichkeit, das weiß ich schon selber, was weißt du schon selbst? Du weißt gar nichts selber. Ja, wie oft fällst du auf die Schnauze, weil du Dinge ausprobierst, die dir nicht gut tun? Und das ist alles nichts anderes als Energie- und Zeitverlust. Ja, natürlich begeht der Mensch Fehler, aber im Rahmen der Religion lernt er Reue. Ja, und immer um Vergebung zu bitten und das Gefühl zu haben, jetzt bin ich wieder gereinigt und ich kann mich jetzt darauf einlassen. Ich habe diesen Fehler begangen, aber ich will das nicht nochmal tun, weil ich will meinem Herrn dienen. Ich will ihn zeigen, dass ich ihn liebe, so wie er, subhanahu wa ta'ala, mich liebt. Das ist das Größte, das ist ein größeres Geschenk, ja, kann es gar nicht geben. Dass der Herr der Welten dich liebt, aber dafür musst du was tun. Dafür musst du was tun. Und du musst diese Liebe hoffen, dass er, subhanahu wa ta'ala, dich liebt. Und all dieses vermitteln die Gläubigen den rundum jetzt bezeichneten Ungläubigen, nicht um sie zu ärgern, sondern um ihnen ein besseres Leben hier zu bieten, um ihnen die Augen zu öffnen für die wahren Werte des Lebens, ja, und zu begreifen, dieses wunderschöne Gefühl, dass man das reinigende, wunderschöne, ausgeglichene Gefühl, das man nach einem Gebet hat, dass man sagt, das wünsche ich mir auch für meinen Gegenüber, ja, der mit glasigen Augen sich schon wieder die nächste Kippe reinzieht und einfach nicht weiß, was die Werte des Lebens sind. Ja, der sich in eine Hektik hineinbegibt und irgendwann mal tot umfällt und auch hier in diesem Leben nicht richtig gelebt hat. Ja, dieses Sakina, diesen Seelenfrieden einfach nicht erlebt hat. Und ich weiß, was diese Vollkommenheit, diese innere Ruhe und diese innere Ausgeglichenheit, dieses Gleichgewicht, was dieses bedeutet. Und sich in einen Selbstbetrug begibt, wenn die Gläubigen so mit ihm reden, zu sagen, ach, das habe ich schon, ich habe schon mein inneres Gleichgewicht. Das ist nur Trotz, weil er das andere nicht kennt. Ja? Wenn man nur das Schlechte kennt, ja, dann gewöhnt man sich daran und denkt, das ist das Beste. Ja? Aber wenn man einmal das Gute geschmeckt hat, dann sagt man sich, das ist ja wirklich besser.
Aber das muss man erfahren. Der Mensch muss das Bessere erfahren, um den Wert zu schätzen. Und wir Gläubigen haben das Gute erfahren und schätzen den Wert und wünschen dies den Menschen, die das nicht kennen. Aber sie reagieren trotzig, ja, und denken in ihren eigenen Dimensionen. Die wollen uns nur was nehmen. Die wollen wahrscheinlich ein Abo oder irgendeine kleine Klausel im Vertrag, die mich bindet, ja, oder knebelt. Darum geht es nicht. Hört euch das doch einfach an. Nehmt es doch einfach an. Es sind nicht Menschen, die dumm sind. Es sind intellektuelle Menschen. Es sind logisch denkende Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Das ist doch nicht, dass dich jemand dazu zwingen will. Er will dich einladen. Das ist eine Einladung, ja, weil wir so Gutes erfahren haben und es dies Gute, was wir erfahren haben, nicht für uns behalten wollen. Ja, wir können uns auch zurückziehen und sagen, pff, nach mir die Sinnflut. Ja. Aber jeden Einzelnen, der es verdient, ja, den diese Botschaft erreicht und der dann auch wirklich sich ändert, das ist für uns das Größte. Wenn wir sehen, wie die Menschen vorher waren, wenn wir sehen, wie sie waren und wie sie dann auf einmal, wenn sie Muslime sind, was aus ihnen wird, wie sie plötzlich reden, wie sie plötzlich ihre Augen öffnen und es selber auch merken und spüren und es auch sagen und dann auch ganz anders mit dir reden und sagen, wie blind war ich. Aber es ist sehr schwer, den Menschen, die noch blind sind, zu sagen, Mensch, kommt doch ans Licht. Ja? Bleibt nicht in der Finsternis. Es ist sehr schwer, weil derjenige, der in der Finsternis ist, denkt irgendwann einmal, weil er nichts anderes kennt, das ist alles und der andere will mich nur betrügen. Der ist schon so in seiner Skepsis und seinem schlechten Moralverständnis, wo er meint, das wäre das Beste, das ist das Schlechteste. Ohne Glauben an den allmächtigen Gott hast du das schlechteste Moralverständnis. Als Ungläubiger bildest du dir nur ein, moralisch gut zu sein. Und du fühlst dich angegriffen, wenn man dir das sagt, dass du moralisch verdorben bist. Warum? Weil du undankbar bist. Du hast für all das, was du hast, nichts getan. Und du bist undankbar. Du sagst nicht deinem allmächtigen Gott, dass du ihn dafür dankst. Ja? Und du kannst nicht sagen, doch, das tue ich. Ja? Das sind oberflächliche Dinge. Du kannst nicht so danken, wie du meinst, wie du danken willst, sondern dafür hat der allmächtige Gott Offenbarung gesandt, damit die Propheten ihrer jeweiligen Gemeinschaft deutlich aufzeigen, wie sie Gott zu danken haben. Das hat ja auch Jesus getan. Er hat den Menschen gezeigt, so sollt ihr beten. Nicht nach eurem Gutdünken und eure eigenen Texte formulieren und dann beten, sondern so sollt ihr beten. Und der in der Chronologie letzte Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, brachte die vollendete Wahrheit, so wie Jesus sagte, der nach mir kommt, wird euch die ganze Wahrheit bringen, wird der ganzen Welt die Augen öffnen. Wie könnt ihr diese Prophezeiung, die sich dann buchstabengetreu erfüllt hat, wie könnt ihr die verklären in etwas Abstraktes, was sich keiner vorstellen kann und dadurch keine Vitalität im Glauben bekommt? Ja? Die Vitalität im Glauben ist, wenn im Alten Testament steht, ja, ein köstlicher Eckstein wird zu einem Symbol werden und wir diesen köstlichen Eckstein vor unseren Augen sehen. Das ist tatsächlicher Glaube. Das ist Erfüllung. Das ist die Wahrheit. Deswegen in der Bibel steht, daran werdet ihr das wahre Wort Gottes erkennen. Es wird geschehen, es kommt. Das heißt, wenn es geschieht und kommt, dann könnt ihr nicht sagen, nee, das nehmen wir nicht an, wir warten auf das nächste Geschehen, was dann passt. Auch wenn es passt, wir nehmen es nicht an. Das geht nicht. Ihr müsst es begreifen und verstehen, dass das Kommen, dass das Erfüllen die Antwort Gottes ist auf sein Versprechen, dass sein wahres Wort sich erfüllt. Und dann kommen diese Ungläubige, selbsterfüllende Prophezeiung, ohne sich die Mühe zu machen, die Offenbarung zu lesen, zu begreifen, was da steht, ohne die Verbindungen zwischen den einzelnen Büchern zu begreifen, diesen roten Faden, den sich kein Mensch ausdenken kann, der von so vielen Propheten gepredigt wurde und im Propheten Mohammed alayhi salatu salam und seiner Botschaft, die er im Namen Gottes gebracht hat, im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, dann mündet und alles erfüllt sich. Aber das ist etwas, was man wirklich begreifen muss, zunächst einmal auch begreifen, dass man den Willen hat, es zu begreifen. Dass man das will, dass man sagt, ich will das. Aber wenn man natürlich von vornherein sagt, ach, ihr seid doch alle Spinner, ne, und beleidigt, dann schlägt ihr euch doch selber ins Kreuz. Ihr selber schneidet euch doch den Weg ab. Ihr selber nehmt dann den Weg in die Hölle. Und das ist doch nicht einfach nur leeres Gefasel. Es wird wirklich so kommen. Dann fragt euch doch mal, wie haben diese Menschen, die intellektuell denken können, die gebildet sind, ja, die nicht dumm sind. Ich will jetzt hier nicht sagen, was ich in meinem Leben beruflich erreicht habe. Ich habe das schon mal im Kommentarfenster geschrieben. Aber ich bin garantiert kein armer Bauer von nebenan. Ich spreche 5 Sprachen fließend. Und ich kann auch logisch denken. Versucht doch einfach nur mal
aufzunehmen, das soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern einfach nur aufzunehmen, wieso hat der diesen Glauben gefunden? Hat er sich selber reingelegt? Hat er seinen ganzen Intellekt ausgeschaltet und hat dann nach euren Denken diese primitiven Glaubensvorstellungen angenommen und hat alles moderne Denken einfach ausgeblendet? Wie kommt das, dass der so gläubig ist? Oder wie kommt das, dass er so viel für den Glauben einsetzt, dass er 100 Videos postet, immer nur mit einer Absicht, die Menschen zum Glauben zu bringen? Warum? Ja? Und nicht immer wieder auf diese Stimme hören, die destruktiv ist. Ach, das macht er doch nur zur Selbstdarstellung. Ja? Oder von wegen, das ist einfach nur, um seine eigenen Gelüste zu befriedigen. Was für meine eigenen Gelüste? Ja? Diese Zeit kann ich sinnvoller auch nutzen. Es ist für mich eine Aufgabe, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man diese Wahrheit nicht annimmt. Ja? Und Glaube ist ein höheres Wissen. Glaube ist ein höheres Wissen, das sich nicht demjenigen erschließt, der diesen Weg angenommen hat, der diese Botschaft angenommen hat, der sie verinnerlicht hat. Es ist etwas ganz Großes, Glauben. Es ist im Herzen. Ja, es ist nicht oberflächlich im Kopf. Es ist nicht eine Matheaufgabe im Kopf, die plausibel aufgeht, sondern es ist im Herzen. Und das muss man zulassen. Das ist ein Weg, der sehr weit sein kann, aber der einen Anfang nehmen kann. Und dieser Anfang ist, dass man erst einmal begreift, warum glauben diese Menschen? Was hat sie dazu gebracht? Einfach immer nur das Gleiche. Gehirnwäsche, Extremismus, Islamisten, immer dasselbe, immer stupide und dumm dieselben Parolen runterbeten, ohne mal nachzudenken, was ist es? Warum haben die nur durch die Lektüre des Heiligen Koran so viel Glauben gewonnen, so viel in ihrem Leben davon umgesetzt, dass sie völlig andere Menschen werden? Warum? Wie hat ein Buch diese Möglichkeit? Es gibt doch kein Buch, das so eine gewaltige Kraft und Einfluss auf einen Menschen hat. Wieso ist das bei denen so? Und sich nicht verklären lassen von den Medien, das sind alles Terroristen. Ja? So. Wenn da noch deutlich wird, dass nicht-muslimische Experten sagen, ja, 9-11 ist eindeutig ein Inside-Job. Da muss man sagen, was ist das? Warum will man dagegen ankämpfen? Warum? Warum lässt man es nicht einfach mal zu und überlegt sich, was tue ich eigentlich hier? Was mache ich hier in diesem Leben? Welche Ziele habe ich? Wofür bin ich eigentlich hier? Nur um mein Konto zu füllen? Nur um mich zu freuen über die nächste Gehaltserhöhung oder um die nächste Beförderung oder um den nächsten Karriereschritt? Nur deswegen bin ich hier, um etwas zu tun, das vergänglich ist, am Ende unter der Erde zu landen? Das ist doch nicht, dass man sagt, oh, das ist aber ein unheimlich depressives Denken. Das ist kein depressives Denken. Das ist Fakt. Das ist Realität. Ist egal, ob Arzt, Professor oder selbst der Psychologe, der dir den besten Rat gibt, alle landen unter der Erde. Und dass man sich doch wirklich die Zeit nimmt, wo wir über der Erde sind, ja, sozusagen auf der Erdoberfläche. Dass wir diese Zeit nutzen, die Wahrheit zu erfassen, die so eindeutig ist. Und wenn sie dich ergreift, dein ganzes Herz, dein ganzes Wesen ergreift und dich dann wirklich einfängt und man sich dann einfach nicht erklären kann, wie Menschen so dumm sind, die Finsternis und die Kälte, in der sie sich bewegen, vorzuziehen und sich selber vormachen, das wäre so toll. Das wäre so toll, was sie hätten. Ja, weil sie das andere nicht kennen. Weil sie nicht wissen, was ist es, was die an die Tatsache, ich will es jetzt mal oberflächlich aus eurem Blickwinkel, was haben die davon? Die knien sich nieder, beten und der Kopf ist auf dem Boden. Was ist das? Warum sind die so ergriffen davon? Äußerlich tut sich doch da nicht viel. Was ist es, was diesen Menschen komplett verändert? Was ist es? Äußerlich scheint alles sehr einfach und oberflächlich. Aber was in dem Inneren der Menschen vorgeht, dass, wenn der heilige Koran rezitiert wird, sie aus innerster Inbrunst weinen, ja, eine tiefe Traurigkeit empfinden, aber nicht eine Traurigkeit, das ist das falsche Wort. Traurigkeit bedeutet immer was Negatives, sondern selber dann bereuen die eigenen Sünden, dafür die Traurigkeit entwickelt, zu sagen, warum? Warum habe ich gesündigt? Warum habe ich nicht auf Gottes Wort gehört? Ja. Ich bete jetzt, ich stehe vor ihm und ich habe diese Sünden und sie weinen, bitterliche Tränen, tiefster Reue, ja, weil sie wirklich glauben, dass jetzt in diesem Moment sie vor Gott, dem Allmächtigen, stehen und sozusagen anflehen um seine Vergebung und dass seine Barmherzigkeit uns weiter leiten möge, weil wir einfach von diesem Weg nicht ablassen wollen,
weil er so herrlich ist. Und das ist nicht ein Verkauf eines Abos, sondern das ist eine Beschreibung des Inneren, was in einem Gläubigen vorgeht. Ja? Ihr dürft nicht immer nur aus der Perspektive der Ungläubigen, guckt ihr mal die Bescheuerten an. Ihr müsst immer wissen, ihr seht nur eine Fassade. Das ist eine Täuschung, wenn ihr das Innere nicht kennt. Und deswegen versuche ich das euch zu vermitteln. Das ist natürlich für jemanden, der immer noch in der tiefen Finsternis ist, der lacht sich kaputt und sagt, ey Mann, guck mal diese Kommentare, wo kann man eigentlich dieses Zeug kiffen, was du da nimmst, ja? Und all sowas. Weil sie das nicht kennen, weil sie sagen, ich kann nur Hochgefühl erlangen, wenn ich Drogen nehme. Das ist deren traurige Realität. Und sie können sich gar nicht vorstellen, dass einem nüchternen Glauben, ja, so eine Emotion erwachsen kann. Und dass der Mensch so eingenommen wird davon. Und einen tiefen Lebenssinn, einen Halt und einen gewaltigen Inhalt hat und das einfach mit den Menschen teilen will, ja, weil der allmächtige Gott das dann in uns hineingelegt hat, dass er uns diese Wahrheit schenkt und gleichzeitig diesen Antrieb in uns hineingelegt hat, dieses zu verbreiten. Ja? Das ist nicht, dass wir sagen, oh, jetzt denke ich mal, ich verbreite das. Es ist tatsächlich so, dass wir spüren, dass das eine Berufung ist und dass, wie es im Heiligen Koran dann auch steht, sinngemäß Allah subhanahu wa ta'ala Menschen zu Menschen schickt, um ihnen diese Botschaft zu vermitteln, damit sie diese Wahrheit annehmen und von dem Schlechten bewahrt werden. Das ist das. Und man kann sich nicht dann immer auf die göttliche Perspektive stellen. Wieso? Was hat er davon? Du weißt noch nicht einmal, wer du selber bist. Du weißt noch nicht einmal, was für dich in diesem Leben eigentlich der Sinn ist. Und da willst du fragen, was ist der Sinn des göttlichen Denkens? Das ist doch eine Anmaßung sondergleichen. Werd dir doch erstmal darüber bewusst, dass du absolut abhängig bist, dass du total nicht unabhängig bist. Du kannst nicht sagen, nur, ich bin finanziell unabhängig. Du bist absolut abhängig. Ja? Nicht mal ein Atemzug, ja, den du einfach so machen kannst. Ja? Du bist von allem abhängig. Das sind Systeme, die in dir ablaufen. Die können unterbunden werden. Dann wirst du wissen, wie abhängig du bist, wenn du nach Sauerstoff oder nach Luft röchelst. Ja? Oder wenn du dich nur verschluckst, dann merkst du schon, wenn du Panik hast und die Luft wegbleibt. Ja? Und das ist alles so eine Kleinigkeit, die da geschieht, aber für dich so eine große Auswirkung. Ja, du kannst an einem Stück Brezel kannst du sterben, kannst du ersticken. Dann ist alles das, was du gemacht hast in diesem Leben, hinfällig, wegen einer Brezel. Jetzt kommt natürlich wieder der blinde Ungläubige, oh, Pech, Schicksal. Ja? Das ist nichts anderes als destruktiv, weil du dich nicht darauf einlässt, weil du es nicht begreifst, was der Gläubige, der dir gegenüber, der dich anspricht, was er bei dir erreichen möchte. Er möchte bei dir ein Umdenken erreichen. Das wird erstmal oberflächlich sein, weil es nur im Denken ist. Damit du inshallah dann den Heiligen Koran liest, diesen Weg einschlägt und dann tatsächlich der Glaube dein Herz erreicht und der Iman sich verinnerlicht, desto mehr du dann lernen wirst, denn dann beginnt eine Reise. Und diese Reise, die garantiere ich dir, wird dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und du selber wirst nur eins empfinden, Glückseligkeit, tiefe Glückseligkeit, tiefe Hoffnung. Und tatsächlich erkennst du, Mann, was war ich blind? Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns sinngemäß im Heiligen Koran, das ist die Gegenkraft, das ist der Satan, der dich davon abhalten will und den wir Gläubige auch spüren, wenn wir mit Ungläubigen reden. Ihr Zorn, ihre Verbitterung, das Beleidigen, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala beleidigen oder wenn sie Muhammad alayhi salatu salam beleidigen oder wenn sie wirklich abfälligst werden, dann wissen wir, jetzt spricht er. Er flüstert es den Ungläubigen ein und da sie keinen Schutzmantel haben, weil sie nicht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Teufel suchen, da sie ungeschützt sind, dann sprechen sie alles raus. Die schlimmsten Beleidigungen und du siehst in dem Moment, leibhaftig vor dir und liest sie und hörst sie, die Höllenbewohner. Wie sie Gott beleidigen, das ist unfassbar. Sie meinen in dem Moment, sie würden den Gläubigen ärgern, damit schaden aber sie doch nur und alleine sich selbst. Das dient also mal dazu, die Augen zu öffnen, zu kapieren und zu begreifen, worum geht es. Und nicht immer nur diesen Ego-Trip und immer nur zu meinen, ich kann mir alles rational erklären. Seit wie lange? Und woher kommt das? Doch nur durch akquirierte Informationen, die du verarbeitet hast. Mehr nicht. Und es sind zumeist kopierte Gedanken, nicht mal deine eigenen. Aber der Glaube, der ist von Gott, dem Allmächtigen. Und da spürst du, dass wenn du es annimmst, dass das wirklich du bist
und nicht einfach nur akquirierte Gedankenmuster. Das wirst du als Außenstehender nicht verstehen, weil du sagen wirst, wieso? Ist doch eine Gesetzgebung. Ja, aber es ist keine menschliche. Es ist eine göttliche Gesetzgebung. Und wir sprechen von der Fitra, die das erkennt, deiner inneren Eingebung, und du dich dann wirklich selber erkennst und du wirklich zu dir selbst findest und du wirklich erkennst und begreifst, was es heißt, gläubig zu sein. Nämlich, dass du alles mit anderen Augen siehst. Das musst du begreifen. Aus der Finsternis, in der du dich jetzt befindest, heraus wirst du es nicht begreifen. Aber es soll dir als Motivation dienen und dir noch einmal vor Augen führen, was die Gläubigen auf YouTube oder in der Gesellschaft, im Stadtleben, die sagen, wir machen Dauer, was die eigentlich wollen, was sie bezwecken wollen. Sie wollen dich retten. Sie wollen dich mit Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala aus der Finsternis herausziehen zum Licht, damit du nicht immer diese stupiden Fragen stellst, wozu das Ganze, wieso macht Gott sowas? Ja? Denn das kommt nur vom Satan, sondern dass du begreifst, dass all die Gläubigen, die dich ansprechen, nur dein Bestes wollen. Ja? Nämlich dein Seelenheil. Und lass dich dann nicht wieder, ach, das sind dann, die wollen uns nur als Terroristen rekrutieren oder die wollen uns nur in den Krieg schicken. Ja? Begreif es. Es ist eine tiefe Weisheit, die in dir wachsen wird, und du wirst dann alles verstehen und begreifen, was du jetzt nicht begreifst oder nicht begreifen kannst, weil das Licht nicht in dir ist. Wenn das Licht in dir ist, wirst du es begreifen und du wirst alles aus anderer Perspektive sehen. Es gibt Islamhasser, die zum Islam kommen, die weinen bitterlichste Tränen. Ich rede hier aus Erfahrung, ich rede hier aus Lebenserfahrung, was ich erlebt habe. Menschen, die gehasst haben, ja? Menschen, die, mit denen ich geredet habe, die mir am liebsten an die Gurgel gehen wollten, als sie dann Muslime geworden sind, was aus ihnen geworden ist, wie sie die Muslime lieben und sagen, wie waren wir blind? Ja? Und wir haben ihnen garantiert nicht irgendwas in den Cocktail gemischt, sondern das ist es, wenn der Iman sich verinnerlicht. Und deswegen, weil die wahren Muslime das in ihrem Herzen haben, möchten sie das so gerne vermitteln, weil es ist dieser Antrieb, den Allah subhanahu wa ta'ala in die Gläubigen zusätzlich gelegt hat. Das ist, wir sind so dankbar, dass uns die Wahrheit bewusst gemacht wurde und wir haben den Antrieb in uns, diese Wahrheit zu verbreiten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Koran, dieses Licht wird er subhanahu wa ta'ala verbreiten. Und zwar, indem er die Gläubigen beauftragt, dies zu tun, und dieses Wort geschieht. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an meinen lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen, kommt zum Licht. Begreift es, das ist nicht nur irgendeine Phrase, es ist eine gewaltige Wahrheit.